Was geht, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Meine Freunde, hinter mir ist das geheime Projekt, was ihr noch nicht sehen dürft. Und ich würde sagen, Leute, bevor wir jetzt überhaupt zu diesem geheimen Projekt kommen, kommen wir erstmal zu einer ganz kleinen Timelapse. Bitteschön. Gesehen. Der Boy und ich haben hier gemeinsam richtig durchgehasselt. Kevinski, was geht ab, Alter? Hallo. Schön, dass du in Utopia bist. Danke, dass du dir Zeit dafür nimmst, Kevin. Wir wollen nämlich heute gemeinsam mal die ganzen räudigen Villager, die wir da vorne haben, Alter. Was ist das denn? Kevin, guck mal. Da ist was ein denn? Babyhase im Boot. Ah, guck mal. Ist das süß. Guck da. Ich will mit dem wegfahren. Komm, Kleiner, komm, wir fahren weg. Wir fahren hier rüber. Okay. Kevin, ich voll Angst. Junge, soll ich dir meinen echten Hasen zeigen? Das ist mein Payload-Boot, Kevin. Damit kann ich jetzt Leute abschleppen. Ja. Leute, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Weiterbau. Kevin, wir müssen jetzt erstmal hier drumherum noch ein bisschen was an Erde hinzufügen, damit die Ja, hast du noch welche können. Für mich? Natürlich, Boy. Es ist alles gut vorbereitet hier. Zack, zack, zack. Ah, sehr zack. Schön. Und dann würde ich sagen, drei Blöcke draußen reichen doch eigentlich, oder? Ja, genau. Da müssen wir dann auf dem äußersten einen Zaun ziehen noch. Okay, okay. Also zwei Blöcke eigentlich nur, die Platz haben draußen, ne? Ja, genau. Also wir müssen drei reinmachen, aber auf die letzte kommt quasi ja, dann der Zaun. Ich habe diesen Ort bewusst gewählt, meine Freunde, weil diese Folge ist vorproduziert und ich hoffe einfach mal, dass die anderen utopischen Ehrenmänner, wie sie hoffentlich dann auch sind, hier nicht hingegangen sind und mir das Ganze jetzt irgendwie im Stream oder sowas gespoilert haben. Ich werde auch auf jeden Fall mit den anderen nochmal reden. Das heißt, im besten Falle, meine Freunde, seid ihr jetzt die Ersten, die das sehen. Falls nicht, dann ist irgendein dummer Arsch von den anderen hingegangen, hat das einfach bewusst gezeigt, weil das nämlich blöde sein können. So, Leute, ich gehe schon mal hin und mache schon mal die Zäune dafür fertig und dann kann ich schon mal die Türen reinsetzen. Dann geht auch quasi die Villager-Produktion geht sofort los, wenn die Türen da sind oder das Dach, ne? Du musst erst die Villager noch reintun, die du hast. Ah, okay. Also man muss Start-Villager haben? Ja, du musst Start-Villager haben. Deswegen ist ja am Anfang immer wichtig, dass man Villager hat dann. Ah, und das heißt, die produzieren dann quasi neue. Also man saved die genau, quasi. Genau, dann kommen mit der Zeit, das dauert. Ah, aber du wirst jetzt nicht gleich direkt sehen, wie hier, ne? Du gehst dann einfach zum Beispiel offline, kommst am nächsten Tag wieder und dann hast du da drei, aber vier Villager mehr drin. Ich muss nicht im Chunk sein. Also das ist das Ding. So, nein, das ist egal. Okay, okay, okay. Die wird so oder so, wenn die online sind in Utopia, das ist noch nicht so weit von denen entfernt, die wird immer geladen sein. Weil ich dachte halt immer, dass die immer einen haben müssen, der den beim Sex zuguckt, weißt du, dass das so kranke Nee, du musst nur in der Nähe hier musst du sein, damit der Chunk aktiv ist. Ja, Mo ist eh in der Nähe dann, Alter, weil Mo guckt eh mal Leuten beim Geschlechtsverkehr zu, das ist kein Problem, also das ist kein Ding. Ah, okay, ja gut. Von daher sollte das gar kein Problem sein, so passt mal auf. Dann müssen wir auf jeden Fall alles gut ausleuchten hier draußen, Leute. Wir wollen ja nicht... Ja, ich brauch noch Dirt, hast du noch welchen? Natürlich, Kevin, hier liegt nochmal drei Stack, hier nimm dir vorne. Ja, warte, da sind nur zwei Blöcke, ne, hier jeweils. Die müssen noch frei gemacht werden. Okay, pass mal auf, dann geh ich nochmal ein bisschen Holz fahren, mein Freund. Ein bisschen ist nämlich gut, weil wir brauchen nämlich noch eine Menge Holz, damit wir nämlich hier auch alles schön überdachen können, denn sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Ja, die Villager-Farmer hat natürlich folgenden Hintergrund, Leute. Wir wollen natürlich jetzt die ganzen OP-Villager haben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Mending-Villager, der uns dann für gutes Geld, sag ich mal, für die ganzen Emeralds, die ich jetzt schon mal gefarmt habe, ja, uns Mending verkauft, Leute. Damit wir nämlich unsere Rüstung, unsere Schwerter, unsere Bögen und so weiter und so fort damit aufbessern können. Wir brauchen echt noch eine Menge Holz, wa? Ja, wir brauchen sehr, sehr viel Holz. Also die Türen habe ich jetzt schon mal gecraftet. Wir brauchen noch genug Holz für die Zäune. Und wir brauchen halt noch Holz fürs Dach. Aber das kriegen wir eigentlich alles echt hin. Und ich finde es sehr schön, Kevin, dass du jetzt den Weg gewagt hast, hier hin zu uns quasi, zu den Utopiern, und jetzt doch ein gemeinsames Projekt mit uns beginnst, obwohl du hier dreisterweise beklaut worden bist. Erzähl mal bitte, was war da los? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach wiedergekommen so und dann war alles geklaut. Es ist halt so eine typische Geschichte, weil ich bin eben online gekommen, mein Amboss ist weg, ich komme eben online, das und das fehlt, Leute. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, so der normale Verlauf, den man hier aus Utopia kennt. Das ist komplett normal und Kevin, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Aber man muss es ja auch so sehen, ja? Schau mal, wir haben in Utopia schon öffentliche Farmen, wir haben bald eine öffentliche Villager-Farm, wir möchten noch eine XP-Farm und so weiter und so fort bauen, Kevin. Wir sind halt einfach eine Gemeinschaft, weißt du? Und in der Habt Gemeinschaft, ihr den Spawner so dafür schon gefunden? Ja, also da sind wir dran, Kevin, ne? Da sind wir auf der Suche, sag ich mal. Okay, alles klar, also habt ihr noch nicht. Ja, also die Entwicklung, die Forschung ist da ja, ne? Die Amino-Diamanten-Crew ist da schon wohl unterwegs gewesen und hat da also auch schon Untersuchungen betrieben. Da sind wir dran, Kevin. Weißt du, was am krassesten wäre? Es gibt ja auch so Dungeon, wo noch daneben direkt ein Dungeon ist, ja, ne? Alter, wenn wir sowas
finden mit drei Stück. Wir haben eins. Wir haben, pass mal auf, Kevin, ich glaube, wir haben sowas sogar hier bei uns in der Nähe, Digga. Leute, schaut mal. Der Standort Utopia ist wirtschaftlich sowie geologisch gesehen einfach der beste Standort, den man hätte wählen können. Erstens, er sieht gut aus. Zweitens, meine Freunde, wir haben hier alles, was wir brauchen. Drittens, wir sind nicht direkt am Spawn, wo es irgendwann eh leckt, weil irgendein Autist irgendwelche Redstone-Maschinen baut, die alles zum Einstürzen bringen. Und viertens, meine Freunde, ganz entscheidend. Wir haben keinen der Leute hier, der sich mit Redstone auskennt, abgesehen von mir ein kleines bisschen, der überhaupt in der Lage ist, irgendwas zu produzieren, was leckt. Ich meine, stell dir mal bitte vor, Simon Unge muss einen Redstone-Clock entwerfen. Der ist damit schon überfordert. So, pass mal auf. Oha! So sieht das also hier aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Du musst nur aufpassen, ne? Später hier spawnen auch Eisengolems drin, wenn du dann irgendwie Villager töten willst. Soll ich die Dächer bauen? Ja, da kann man sogar noch eine Farm mitmachen mit den Eisengolems. Du könntest rein theoretisch hier auch eine Iron-Golem-Farm noch mit anbinden. Könnte man ja nochmal überlegen, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Däumchen nach oben da. Dann können wir nämlich hier nochmal komplett apeshit crazy gehen, was das angeht. Zäune müssen wir hier vorne auch noch hinpacken, Leute. Dann machen wir noch ganz schnell. Und dann ist der grobe Grundriss quasi, abgesehen von den Dachplatten, die wir jetzt noch oben drauf setzen, schon fertig. Dann lassen wir gleich noch ganz kurz eine Lücke in den Zäunen drin, damit wir unsere Villager-Boys von drüben alle mal rüberholen können. Sollen wir wirklich alle rüberholen? Ja, eigentlich schon, oder Kevin? Ja, je mehr du zum Start hast, umso schneller geht's halt. Umso schneller werden die übereinander herfallen, oder? Ja, also umso schneller vermehren die sich halt. Und stöhnen die auch so? Weißt du das? Nein, das machen die nicht. So, die machen immer so, ha, und wenn die halt so, stell dir mal vor, die machen es halt miteinander, machen die ja. So, ha. Ho! Also nochmal, Leute, ich kann mir definitiv vorstellen... Aber da musst du aufpassen, dass die anderen das nicht hören. Dann kommen die nachher hier hin und hören das. Ja, wie gesagt... Wie gesagt, Mo ist halt jemand, der wird von allem horny und der wird sich wahrscheinlich hier hinstellen, einfach als Chunkloader fungieren, Alter. Der wird einfach nur da stehen und den Villager beim Sex zu gucken, Junge, der Geisteskranke. Warte, ich hole noch ein klein bisschen Holz und dann, Leute, sind wir gleich schon soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach nach einem kurzen Schnitt wieder, wenn das ganze Ding soweit steht und wir die Villager rüberholen. So, Kinder, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz hin und besetzen das Ganze hier mit einem wunderschönen Dach, Leute, und dann können wir die Felder anlegen und dann sehen wir auch quasi schon soweit, ja. Das heißt, die Villager können da quasi hier lustig reinrödeln miteinander und untereinander, wie sie auch immer wollen. Und dann, meine Freunde, ist das ganze Projekt quasi relativ schnell umgesetzt worden, Leute. Das heißt, wir können ja quasi unsere Villager, und wir haben ja schon eine relativ große Menge an Start-Villager, ne, Kevin? Darf man ja nicht vergessen. Weißt du, ob Herr Shakiri, der Villager, der quasi gar nichts macht, also der weder was tradet, ob der überhaupt zeugungsfähig ist, Kevin? Ja, ich glaube, der wird zeugungsfähig sein. Der wird nur Deckhengst, mehr ist der nicht, oder? Naja, der wird das Alpha-Tier. Der wird richtig gut rein dann, oder? Der wird richtig abgehen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich hoffe mal, dass der richtig viele Kinder bekommt, Alter. Dass der richtig viele Leute glücklich macht. Dass der richtig viele Villager-Frauen, Männer oder was auch immer diese Dinger darstellen sollen, glücklich schätzen lässt. So, pass mal auf. Hast du noch ein bisschen Holz für mich übrig, Kevin? Warte. Junge, ist das hier ein Labyrinth? Ich habe hier ein bisschen Holz. Hier, warte. Oh, das würde aber nicht mehr reichen hier. Ich habe nur noch die 18. Na gut, dann machen wir den Rest einfach aufspielen, Leute. Weil wir können ja schon mal trotzdem mit den anderen Sachen anfangen, weißt du? Wir haben ja schon mal 2 Container komplett fertig. So, pass mal auf, Kevin, schau mal. Dann gebe ich dir mal hier ganz kurz Kartoffeln und Karotten. Dann kannst du schon mal das Feld anlegen. Dann gehe ich ganz normal rüber, Leute, und hole ein paar Villagers jetzt hier hin. Die Boys, das wird nämlich jetzt auch wieder schön aufwendig, die jetzt alle hier rüber zu karren, die alten Langnasen, Alter. Aber das, Oh, Junge! Oha, Alter, kommt mit MLG oder was? Dicker! Junge, verreckst du vielleicht? Du kleiner Hund, Alter. Das Skelett kam einfach mit MLG-mäßigem Sprung von oben, Alter, und hat mich direkt versucht wegzuknallen, Alter. Alles klar. Was ist mit ihm, Junge? Warum legt er sich denn mit mir an? Ist der denn dumm? Fragt man sich an dieser Stelle. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir eventuell noch eine XP-Farm bauen möchten. Und ich habe auch einen Weg gefunden, in der 1.12 den Nether zu durchbrechen, den Bedrock Kevin, dass wir vielleicht eine Gold-Pigment-Farm machen. Weißt du, was ich meine? Ja, habe ich schon geplant gehabt, aber ich will diesmal eine bessere als im Craft-Tech 2 bauen. Aber die war doch schon ganz gut. Ja, aber die neue, die ich geplant habe, die ist viel krasser. Ja, können wir uns auch gerne wieder zusammentun, wenn du wolltest, weil ich wollte nämlich auch eigentlich damit. Können wir machen. Komm, raus hier. Raus, Alter, raus mit dir. Raus, komm. Geh runter zum Strand, setz dich in dein Boot, mein Freund. Werd einfach mal glücklich in deinem Leben, okay? So, hier liegen einfach Boote unter Wasser, Alter. Nice. Hat bestimmt Patrick gebaut, die Boote. Dinge sind einfach Boote, die liegen alle unter Wasser. WTF. So, passt mal auf, Leute. Dann tun wir den Boy nämlich ganz kurz in das Boot setzen und fahren dann mal mit den Jungen rüber. Und das wird es dann auch wieder in einer kleinen Timelapse-Geschichte für euch geben, weil alles andere dauert mir zu lange und da habe ich keinen Bock drauf. Passt mal auf, Leute. Ich würde sagen, kurze Timelapse und dann sehen wir uns gleich, wenn alle von den hässlichen Langnasen rübergebracht worden sind. Bis gleich. Okay,
Okay, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben alle Villager quasi jetzt erfolgreich nach drüben transferiert, meine Freunde. Und ich würde sagen, schaut euch mal ganz kurz an. Ihr habt es gerade vielleicht schon in der Timelapse gesehen. Einer der Villager hat schon begonnen. Da, der macht schon wieder, Leute. Sie lieben einander, obwohl sie im Boot sitzen, meine Freunde. Die wollen, die haben richtig Bock, alle. Die haben richtig Bock aufeinander, aufzuspringen. Und dementsprechend, meine Freunde, würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal ganz kurz, ob jetzt auch die Villager, wenn ich ihn jetzt hier quasi das Boot zerstöre, müsste der ja eigentlich direkt an Land landen. Warte mal, wir versuchen das mal ganz kurz, Leute. Bist du am Land? Bist du am Land? Bist du am Land, bitte? Nein! Geh doch! Geh doch! Du musst eine Treppe dahin bauen. Komm schon! Komm schon! Warte. Ich glaube, er schafft's. Er will nicht, oder ist er zu dumm? Er ist so glitschig, ne, Kevin? Mhm. Er ist so ein glibbriger Villager. Ich schwimm noch nicht dahin, bitte! Junge, was ist denn mit dir? Geh jetzt da hoch. Schiebe noch ein klein bisschen darüber. Warte. Ich weiß so. Ja. Der geht da darüber. Junge, du musst denen einen Kanal bauen, dass die darüber gehen. Wie anstrengend ist das bitte, Leute? Das ist schlimmer als mit Hühnern. So, jetzt bleibst doch hier, mein Freund. Geh weg. Okay, Kevin, wie machen wir es mit den anderen? Wir haben jetzt hier eine kleine Anlegestelle. Okay, pass mal auf. Ich glaube, wenn du ihn jetzt rauslässt, versuch mal. Genau, wenn du ihn jetzt genau da reinschiebst. Ja, gut, geht auch. Alles klar. Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall da oben gelandet, Leute. Ja. Der geht einfach an so eine ganz andere Stelle. Ist egal, Hauptsache er ist da. Der eine, der hat schon wieder Herzen über dem Kopf. Da, es geht los. Leute, sie lieben sich. Die erste Zeugung wird gerade stattfinden. Los. Mach dein Inzuchtzonen. Das Video wird werbeunfreundlich. Werbeunfreundliches Video. Komm schon, los. Oh, da ist er. Da ist der Kleine. Es ist direkt ein Bibi-Tweaker. Ah, kleine Fratze. Ja, und der Server ist abgestürzt, meine Freunde. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich würde sagen, das war's. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Küsst euch alle. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.